Herzlich willkommen bei Tekken 7. Die ersten 30 Minuten auf meinem YouTube-Kanal. Aber bevor es losgeht, habe ich für euch eine kleine Matz erstellt von den Intros von Tekken 1 bis Tekken 6. Auf Englisch, ja, egal. Okay, auf jeden Fall eine kleine Matz für euch, habe ich für euch vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns dann in 3 Minuten wieder. Und bis dann. Good morning. Mishima, 2-1. Svete wa koko kara hajimatta. なき闘争と反逆、血の宿命だ。私の愛する平八さんは、やがて世界を戦乱に巻き込み、多くの犠牲を生むでしょう。貴様、何者じゃ。我は剣を極めし者なり。 全ては動き出した。もう誰も止めることはできない。
貴様があの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。 戦いとは最後にどちらが立っているか。 それだけのこと。 決着をつけるとするか。 Spannendes Intro. Ja, herzlich willkommen bei Tekken 7. Ja, leider mit einer Verspätung auf meinem Kanal, weil eine kleine Vorgeschichte. Ich habe es vor einer langen Zeit bestellt. Das Problem ist aber, Das Problem ist aber, die Post, ne, DHL, ich tue es jetzt wirklich mit Namen nennen, ist irgendwie zu blöd dafür, ein Paket zu verschicken und somit halt auch, ja, das mir zu liefern. Es hätte am Freitag da sein sollen. Ich habe drauf gewartet, okay, kam nicht. Habe am Samstag drauf gewartet, kam auch nicht. So, dann habe ich mich entschieden, okay, hey, komm. Ich kaufe mir vom PSN Store für die Deluxe Edition. Dafür möchte ich mich erstmal bedanken bei den guten Kollegen in Japan war, der mir das erstmal vorgestreckt hat. Weil wir haben Ende des Monats und ja, irgendwann geht das Geld bei jedem mal zu Ende. Oh ja, ist es okay. Und ja, damit herzlich willkommen bei Tekken 7 für die PlayStation 4. So, bevor wir hier durchstarten, Dings Datenschutzrichtlinien, wähle deine Region. Okay, wir nehmen Europa, Näher Osten, Afrika. Normal. Könnt ihr auch Asien nehmen. Nein, wir nehmen Europa. Dann auf Deutsch. Dann tun wir die Nutzungsbedingungen. Mal kurz schnell durchchecken. Geht das die schneller? Achso, ja, okay. Ist immer das gleiche im Endeffekt, also brauchen wir nicht drüber lange drüber reden. So. Nochmal eine Police. Okay. Das ist der Police. Und zustimmen. Okay. Sollten wir eigentlich ins Menü reinkommen? Okay. Dieses Spiel verwendet automatische Spielfunktionen. Ja, das will ich speichern. Das scheiße, ich will nicht aus, solange dieses Spiel angezeigt wird. Okay. So, wir sind im Menü. Doppelte Eliminator wurde der Einstellung für Turnierregeln hinzugefügt. Schnieke. Um die Veröffentlichung Tekken 7 zu feiern, verschenken wir Kampfgeld. 3 Millionen Gold. Oder Geld. Gut. Anpassungsgegenstände erhalten für Paul Phoenix. Metallisch für alle. Okay. Das war nur für Paul auch so. VR-Modus. Bevor wir erstmal durchstarten. Sound. Wir machen ein bisschen Gesamtlautstärke erstmal runter, dass man mich auch gut hört. So. Ja. Spieloptionen brauchen wir jetzt nicht erstmal eingehen, das interessiert uns erstmal nicht. So, wie gesagt, der VR-Modus, VR-Ansicht und VR-Kampf werde ich in einem extra Video machen. Wenn ihr das gerne wollt, egal, scheiß drauf. Ich werde es machen, ich will gerne aufhören, ich habe ja extra eine VR-Brille und werde auf jeden Fall mal da reinschnuppern und mal gucken, wie es ist. So, wir haben hier die Jukebox, das ist halt für Musik, ne? Für Hintergrundmusik, die man einstellen kann, überall bei den Vorgängern von Tekken genau das gleiche. Und es freut mich, dass man hier wenigstens, wenn man ins Spiel reinkommt, gleich die eigene Musik, die Musik abspielen lassen kann, die man möchte. Galerie ist selbsterklärend Filme und Spiele, also Filme und Bilder halt oder Tekken-Szene, sage ich mal so. Anpassung, Charakteranpassung und Spielanpassung. Okay, da werden wir auch noch darauf direkt genauer mal eingehen, aber ich glaube jetzt noch nicht erstmal, ne?
So, aber bevor wir jetzt, ich könnte jetzt eine Runde spielen jetzt, aber das will ich jetzt nicht. Ich will erstmal ein bisschen was erreichen, weil Tekken ist ja schon bekannt, halt Story-Modus. Warte mal, bevor wir in Story-Modus reingehen. Bekannt, wie gesagt, Kämpfe 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 kann es ja unmöglich sein, wie bei dem Tekken-Tournament. Weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, aber ich will jetzt auch nicht so viel ins Detail gehen. So, wie gesagt, ich mache jetzt bloß ein kurzes Video. Der Story-Modus. So, der Story-Modus möchte ich euch gern hinstellen. Sagen wir nicht euch hinstellen, sondern ihr dürft entscheiden, ob ich von dem Story-Modus ein Let's Play draus mache oder auch nicht. Also schreibt unten in die Kommentare, lasst auch einen Daumen nach oben, wenn ihr das gerne möchtet. Kommentare wären mir lieber, da weiß ich wenigstens genauer, was losgeht und was abgeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten was reinkommentieren tut, wenn ihr gerne den Story-Modus gerne miterleben möchtet, mit mir zusammen, mit mir, ChristianAngel3000. Sonst, spiele ich sonst das Spiel allein halt, also ja, nicht allein, sondern mit ein paar Kollegen oder so, sonstiges hin und her halt, ne, so. So, dann noch eine kleine Ansage für euch. Sonntag, den 4.6.2017, also morgen Abend ab 23 Uhr, beginnt das große das große Beef-Session von zwei YouTubern, also mit mir und Mabsa23. Ab 23 Uhr Livestream, seid dabei, wenn ihr wollt, und ich würde mich freuen, wie gesagt, also ein großes Battle zwischen zwei großen Giganten in der unbekannten YouTube-Szene, sage ich mal so jetzt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch alle dabei seid und kräftig mitvotet oder mitfiebert. Und wenn es wirklich euch gefallen tut, dann können wir ja auch mehr draus machen. Wie gesagt, können wir jedes Wochenende mal eine richtig große Beef-Session machen. Und wenn wir noch ein paar Leute dazu finden, wäre auch noch geil. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne mal anschreiben, wenn ihr Bock habt. Je mehr Spieler ihren Beef haben, desto besser macht es mehr halt Fun halt, ne? Die Bedingung ist halt einfach, ihr müsst die PlayStation 4 haben, ihr müsst Tekken 7 haben, in der Party-Einstellung dann auch immer alles zulassen, dass man die auch, dass in dem Livestream die anderen euch auch alle hören. Das ist halt die Bedingung. Also Stummschaltung oder sonstiges, wenn ich das beim ersten Mal mitbekomme, fliegt er halt konsequent beim nächsten Mal nicht, fliegt einfach raus dann halt. Der darf halt einfach nicht mehr mitspielen, weil es ist für mich blöd, für die Zuschauer dann, wenn ich dann alleine rede oder mit jemandem rede, die Zuschauer dann nicht hört, ist es dann auch scheiße, ne? Okay, gut, wie gesagt, ihr könnt gerne mal einen Kommentar reinschreiben, ihr könnt mich auch gerne auf Facebook besuchen, wenn ihr gerne mal mitzocken wollt, oder für diejenigen, die in meiner PSN-Liste sind, die können auch gerne dazu mit einsteigen. Für morgen Abend weiß ich jetzt noch nicht, aber also für den Sonntagabend ab 23 Uhr weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Ich denke mal, wir werden erstmal 1 gegen 1 machen, erstmal ganz normal, Standard. Und dann ab das nächste Wochenende könnt ihr gerne dann mitfiebern, mitspielen und mit bashen oder sonstiges, wie man das bezeichnen kann. Also ihr habt dann eine ganze Woche Zeit, euch zu melden. Das war's dann halt eigentlich. Würde mich freuen, wenn genug Leute sich melden würden und dann damit halt auch schöne Session draus wird. So, okay, ich werde jetzt mal eine Runde erstmal eine Weile noch ein bisschen zocken, ein bisschen haufenweise Punkte einsammeln, dass man auch haufenweise Gegenstände anpassen kann und alles drum dran, werde auch in den Detail gehen. VR-Modus werde ich auf ein extra Video machen, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das war's dann eigentlich von meiner Sicht aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann morgen Abend alle dabei seid und euch genug meldet für das nächste Beef-Session mit mir, Marza und noch euch dazu. So, ne? Ihr seid erstmal alle herzlich eingeladen, so gut wie es geht. Wie gesagt, die Bedingungen einfach mit akzeptieren lassen und dann kann alles gut laufen in dem Sinne und nichts schief gehen. Gut, okay, das war's dann erstmal von Tekken 7. Ich will jetzt kein Preview machen, wir auch kein so direkt hier jetzt so ganz normale Spiele machen, so wie ein Let's Play oder sowas. Nee, wie gesagt, dann nur den Story-Modus komplett und das liegt an euch. Einfach kommentieren und dann wäre das alles optimal. So, ja, wie gesagt, ihr könnt auch noch die ganzen anderen Videos von mir anschauen, die auf meinem Kanal rumschwirren, wie Thailand, Shadow Warriors, etc., etc. Ich muss jetzt nicht unbedingt alles aufzählen, das wäre ja auch zu viel. Und geht auch mal bei Mabsa23 vorbei, der hat ja auch gestern ein neues Retro Friday hochgeladen von Shantae, One Genie Two Hero,
Ja, genau, ich glaube, ja, genau so war's. Und es ist wieder ein köstliches Fest einer Synchronisation, die es nicht ein zweites Mal gibt. Und so wie auch hier NBA Battleground, auch ein sehr schönes Video mit einem schönen Highlight am Ende. Hätte man damit nicht gerechnet. Also ich war wirklich baff. Also, okay, das war's dann einfach von mir, Chris Nation 3000. Wie gesagt, liken und kommentieren. Und wenn ihr mitzocken wollt oder sonstiges oder morgen Abend dabei sein solltet, schaltet einfach rein bei Chris Nation 3000 auf YouTube. Würde mich freuen. Wir sehen uns. Euer Christian Angel. Ciao, ciao.